Osterlicht entzünde ich eure Kindergottesdienstkerze. Bei dem großen Fest, es war üblich, dass alle Familien miteinander gefeiert haben. In jedem Haus gab es einen festlich gedeckten Tisch. Es gab gebratenes Lamm, es gab Kräuter und Früchte und gute Getränke. Und man hat sich bei diesem Fest erzählt, sich erinnert, was hat Gott Gutes für uns getan. Es werden die Texte aus der Bibel vorgelesen, wird vorgelesen, wie Gott sein Volk gerettet hat, immer wieder aufs Neue. Und auch Jesus hat sich mit seinen Freunden versammelt. Sie hatten einen großen Raum und haben dort miteinander gegessen und getrunken. Der Tisch war gut gedeckt, es gab gute Sachen zu essen. Aber auf einmal kippte die Stimmung um. Jesus sagte nämlich: Unter euch gibt es welche, die mich verraten werden, die mich im Stich lassen werden, auf die ich mich nicht verlassen kann. Da kriegten die Jünger alle einen großen Schreck. Und einer nach dem anderen fragte: Herr, bin ich es? Auf mich kannst du dich doch aber verlassen. Schließlich sagte auch Judas: Herr, bin ich es? Und Jesus sagte: Du sagst es. Da wurde Judas ganz bleich und die anderen auch. Jesus aber aß und trank weiter. Und dann machte er etwas, was sich von allen anderen Festen unterschied. Er nahm nämlich das Brot, er brach es in mehrere Teile. Und dann sagte er ihnen: Das ist mein Leib. Wenn ihr miteinander das Brot brecht, dann bin ich bei euch, auch wenn ihr mich nicht seht. Und später, am Ende des Essens, nahm er einen Becher mit Wein und sagte: In diesem Wein bin ich bei euch. Wenn ihr aus diesem Becher gemeinsam trinkt, wenn ihr euch an mich erinnert, dann bin ich bei euch. Sie verstanden nicht, was er damit wollte, aber sie merkten sich diese Worte ganz genau. Und später einmal gab es Zeiten, wo sie Jesus nicht sehen, nicht hören konnten. Und wenn sie miteinander das Brot und den Wein teilten, dann spürten sie: Er ist wirklich bei uns. Und wenn sie einmal nicht miteinander feiern konnten, dann half ihnen die Erinnerung daran. Wir haben ihn immer wieder gespürt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn geschmeckt, wir haben miteinander gefeiert. Und diese Erinnerung, sie gab ihnen Halt und Kraft, auch in Zeiten, die schwer waren. Ich möchte einer mit mir geht, der Leben kennt er mich.
Gott, du bist bei uns. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns begleitest, dass du uns behütest. Wir bitten dich, Gott, sei auch heute bei uns und morgen und übermorgen. Und sei auch bei den Menschen, die wir gern haben, bei unseren Familien, bei unseren Freunden. Und sei auch bei den Menschen in der Ferne, den Menschen, die wir nicht kennen. Stärke uns und hilf uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und Gott behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. In der letzten Woche habt ihr Kirchen gebastelt. Einige zeige ich euch gleich. Was könnt ihr wohl heute machen? Ich habe einige von euch gefragt und Anna Carlotta schlägt vor, malt doch ein Bild von einem festlich gedeckten Tisch. Wie sieht der Tisch aus, wenn wir gemeinsam feiern?